Also ich bin komplett betroffen. Wir mussten eine komplette Tour absagen und in den Herbst schieben jetzt. Und die wird wahrscheinlich auch ausfallen. Mhm. Und dann mal gucken, Alter. Hört mein gut, Lieblingstier Alter. Ist der Zapf. Du kennst den Interpreten noch? Wieso habe ich nichts zu trinken? Einmal zu erfüllen, Leute, ich bin seit einer Sekunde leer. Einmal bitte hier, Wasser ans Set. Also ich habe die ganzen geilen Sachen, so, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, so, die ich erreicht habe, überhaupt nicht realisiert. So. Für mich waren das dann irgendwann, war das irgendwann nur noch Stress. Das, was wir jetzt hier irgendwie so eklig um 1:30 nachts aufnehmen, hören dann irgendwie 1 Million Leute in der nächsten Woche. Und danach, dann wurde mein Auftritt irgendwie gecrashed von einem besoffenen Typen, der hieß Frankie. Der ist da einfach auch so durch die Gartenkolonie gelaufen und hat so angeguckt, was ich mache. Und er meinte so, kann ich Owert lesen? Und was soll ich noch sagen? Damit herzlich willkommen zu einem nächsten viralen Hit. Heute wieder mit dem super tollen Gast. Frisch aus der Dose, wie leckere Raviolis. Ich liebe es. Unser heutiger Gast, den haben wir besonders lieb. Sein Bizeps sieht aus wie eine pralle Pampelmuse. Und sonst ist auch alles ziemlich prall bei ihm. Und deswegen sprechen wir heute mit ihm. Und er hat mal studiert, liebe Freunde. Nicht jeder Gast von uns hat studiert. Das stimmt. Oder haben Erkan und Stefan studiert? Die haben Comedy studiert. Ja. Hey, Bunny! Hat er geschaut? Keine Ahnung. Macht einen Riesenapplaus für Felix Lobrecht! Hallo. Faxe, wie geht's dir? Faxe? Oder Flipse? Wird sich beides nicht durchsetzen. Was geht ab? Bist du dicker geworden? Ich nicht, nein. Wieso, wie kommt's? Na irgendwie, oder ist es das Hemd? Das Hemd vielleicht. Oder die Weste, irgendwas trägt auf. Das ist die Kamera. Wir haben dich ja wieder eingeladen, weil du natürlich auch gut klickmäßig gut ankommst. Ah, ja. Du bist ein Viralheld. Ich dachte, es geht um meine Persönlichkeit. Es geht auch um deine Persönlichkeit. Wir können gleich tief graben in deiner Vergangenheit. Dein Besuch bei uns hat deine Karriere nochmal richtig geboostet. Ich würde auch sagen, ja. Ja, viele haben dich wahrscheinlich... Ich werde auch oft gefragt, so, wann ging es los? Ich sag eigentlich ja, immer. Ja, richtig. Wenn du in der NDR-Talkshow sitzt und dich dann irgendwie auf die Lava fragst, sagst du, das war damals bei... Im Wohnzimmer da. Du warst vor deinem Besuch hier beim Training, hast du mir geschrieben. Vorher wolltest du pumpen gehen, hast du es geschafft. Ja. Und was gab's heute? Latzug? Squats? Naja, Hotel, oder Legday? Bei Hotel-Gyms muss man ja auch ein bisschen gucken, was da ist. Und zwei Gummihanteln gab's da wahrscheinlich. Zwei Gummihanteln, einen so ein halb voller Gymnastikball und eine Klimmzugstange. Wie fit fühlst du dich aktuell? Ich bin jetzt wieder ganz gut im Training. Ich bin so in der Mitte von Corona ein bisschen versumpft. Mhm. Aber jetzt geht's wieder. Ich habe mich wieder ein bisschen gefangen. Wie ist das Gefühl, wenn man Muskeln hat? Das haben wir Kevin Wolter auch. Kennst du Kevin Wolter? Den Bodybuilder? Der ist ungefähr so schwer wie wir alle zusammen. Ah, ja. Und die habe ich auch gefragt. Aber das sind ja eher so Bodybuilder-Muskeln. Aber du bist ja, wie sagt man das? Trocken oder so, oder? Bist du trockengelegt? Sagt man ich bin trockengelegt. Ja. Ist doch geil, ne? Ich kann es empfehlen, Leute. Hau dir mal auf Sixpack drauf. Mach das Geräusch, was hören. Das ist entwürdigend, ey. Das ist mein Geräusch. Ja, so. Aber Corona hat bestimmt auch deine Live-Pläne durchkreuzt, oder? Du wolltest ja sicherlich vor vielen tausend Menschen auftreten und Hallo Berlin! Und dann, wie hart hat dich denn die Krise getroffen? Ja, sehr hart. Also ihr habt ja ein relativ krisensicheres Business. Ja. Und ich halt nicht. Also ich bin komplett betroffen. Wir mussten eine komplette Tour absagen und in den Herbst schieben jetzt. Und die wird wahrscheinlich auch ausfallen. Mhm. Und dann mal gucken, Alter. Ich weiß nicht, wann und wie es weitergeht. Ich habe zum Glück den Podcast irgendwie, dass ich irgendwas machen kann wenigstens. Dass du irgendwie über die Runden kommst. Also irgendwie über die Runden komme. Es ist ja auch nicht einfach. Und ja. Aber bei dir ist natürlich Doppelkacke, weil du hast auch Menschen im Hintergrund, die quasi für dich arbeiten. Und ich glaube, ich meine, du kommst durch, aber es geht ja auch um deine Mitarbeiter und dein Team. Ja, ja, total. Bei denen ist es halt total scheiße. Ja, die sind halt richtig krass getroffen. Also für die tut es mir auch wirklich leid. So, wir haben vielen Leuten, die irgendwie mit uns oder für uns arbeiten, irgendwie angeboten, dass sie quasi so Vorschüsse von der nächsten, also von der Tour, die wir irgendwann machen werden, kriegen, wenn es irgendwie brenzlig wird oder so. Wir machen jetzt im Sommer eine Open-Air-Tour mit Stand-Up 44 meiner Gang, also mit Kavus Kalanta, Kinan Al und Daniel Wolfson. Und da geht es auch einfach darum, dass halt der Techniker irgendwie mal wieder ein paar Jobs hat, dass meine Mercherin, die auch heute hier zu Gast ist, also so ein bisschen mehr für die Crew als jetzt für mich jetzt irgendwie so. Richtig, richtig. Ich habe ja gesehen, dass viele Künstler jetzt Open-Air-Dinger machen, auch im Autokino zum Beispiel. Ja, aber das ist das bei dir auch so Autokino-mäßig? Nee, dass du, hey, ruf mal laut, wenn ein Witz kommt. Wisst ihr, was ich gesehen habe? Kennst du die Sixpacks? Die Macher haben letztens auch im Autokino eine Show gehabt und dann haben die quasi die Bühne in der Mitte, überall Autos und dann wirklich
90% Twingo. Töchter, Töchter mit ihren Müttern. Und dann war aber vorher, war so ein RTL.12-Beitrag, ja. Da war auch vorher so, ob der Veranstalter nicht absagt, weil die haben gehupt natürlich, eine Hubshow, mhm. Und es war den Leuten eigentlich zu laut. Ja. Aber Entwarnung, es hat dann doch funktioniert. War Mark Terenzi auch dabei? Nee, der ist ja nur... Und der ist ja der Chef des Sixpacks. Ernsthaft? Ja, im Megapark. Kennst du den Megapark am Ballermann? Ja. Ist so ein Riesending am Ballermann. Warst du noch nie am Ballermann? War noch nie auf dem Bist du nicht der Typ, ne, für... Nee, ich war irgendwie nie da, ne. Hörst du Promille-Pop? Ich glaube, das habe ich dich schon mal gefragt. Nee. Du kennst ja unseren Song, Dicht und Doof, Rudi das Rüsselschwein. Und wir haben eine Akustikversion. Weißt du, Rudi das Rüsselschwein? Ja, ist unser Song. Mein Lieblingssauf-Song ist, mein Lieblingstier ist der Zapfhahn. Das kenne ich nicht, kenne ich gar nicht. Aber mein gut Lieblingstier an. Ist der Zapfhahn. Du kennst den Interpreten noch? Du bist ja ein Senkrechtstarter. Du hast ja quasi 2020, war ja so dein Jahr. Ja, 2020 war voll das Kackjahr, Alter. Aber ja, aber 2020 war für niemanden das Jahr. 19 war sein Jahr. 19, aber ja, die Zeit vergeht so schnell. Dann war 19 dein Jahr. Jetzt bist du ein gesettelter Comedian. Du bist angekommen in der Comedy-Welt. Wie fühlt sich das an? Was hat sich für dich geändert? Ja, nichts, weil ich nicht auftreten kann. Ich merke davon gerade nichts. Brauchst du das Auftreten? Juckt sie in den Stimmbändern? Ja. Also und das ist mein... Wenn man mich nach meinem Job fragt, dann werde ich auch immer als erstes sagen, dass ich Comedian bin, so. Nicht Podcaster oder Autor oder was auch immer, sondern immer Comedian an erster Stelle. Und sprich, das, was für mich mein Job ist, kann ich gerade nicht machen. Und ist der Begriff Podcaster nicht das gleiche wie YouTuber? Irgendwie ein bisschen weird, ja. Oder? Ja. So, ich bin YouTuber, ich bin Podcaster, irgendwie weißt du was? Vor allem, weil auch jetzt jeder einen Podcast macht, ne? Ja. Ihr habt das Game begonnen, mitbegonnen. Jetzt macht jeder einen Podcast. Ja, wir wollten auch mal machen. Wir haben uns für teuer Geld. Das ist eigentlich wieder, als ich einen Warenkorb vollgemacht habe mit teurem Equipment, ja. Habe ich schon gewusst, es funktioniert nicht. Wir haben dann hier mal gesessen, das war noch im Winter. An drei Abenden haben wir hier gesessen. Und dann plötzlich, wir reden und der Benni hat von vornherein schon gesagt, immer sehr gut, egal was du sagst, ich schneide nichts. Ja, man darf ja beim Podcast nicht schneiden, das muss doch real sein, oder? Ich sag irgendwas, ich hab's mir Benni nur gesagt, weißt du, in der dritten Klasse, als du die Maria geküsst hast, das ist mir zu privat, ich muss an dieser Stelle abbrechen und ich schneide auch nichts. Das heißt, wir können jetzt abbrechen, weil ich schneide es ja nicht. Dann, an anderen Abend war die Speicherkarte zu klein. Dann haben wir anderthalb Stunden gelabert und die Mikrofone waren nicht angeschlossen. Also ganz viel. Es soll nicht sein. Ich sag, wenn man sowas macht, es soll nicht sein. Ja, vielleicht ist es auch besser so. Achso, ich habe euch übrigens was mitgebracht. Ja. Leute, bevor ich es vergesse. Gras, Handfeuerwaffe. Ich habe nämlich, bei meinem ersten Besuch hier, habe ich euch eine Quietschente geklaut. Das stimmt. Und zwar eine besondere, nämlich die Salvador Dali Quietschente. Mhm. Und als Ersatz dafür habe ich euch eine richtige scheiß Billo-Ente aus dem Mercure Hotel mitgebracht. Ja. Hast du die da, sowas steht im Merkur Hotel in den Zimmern oder hast du die aus der Rezeption? Ich glaube, das steht so auf der Wanne. Gehst du oft baden? Das ist mir zu privat, wir brechen ab. Ich bin ja gar nicht der Badetyp, ich finde, dann liegt in seinem eigenen Dreck dann. Ja, ich finde, es gibt manchmal so Momente, wo Baden richtig geil ist, aber richtig oft legt man sich auch rein und denkt sich nach einer Minute so, boah, ist das warm. Ja, dann schwitzt man. Dann liegt man da drei Minuten, so, damit das Wasser nicht umsonst eingelassen wurde und dann geht man raus und... Ja, ganz ehrlich. Ich bin eher der Kaltduscher. Echt? Ja, da ist mein Pipi-Mann immer ganz klein, in diesem kalten Wasser. Also glaubst du auch, dass du 1999 erfolgreich gewesen wärst ohne Internet? Kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall schwieriger gewesen, weil ich ungern Fernsehen mache. Mhm. Und ich glaube, das wäre damals wahrscheinlich nicht anders gewesen. Und damals ist man, glaube ich, ohne Fernsehen nicht berühmt geworden. Es kursiert ein Gerücht in der Szene, dass du mit Ingo Appel zusammen ein Programm schreibst. Ernsthaft? Er für mich oder ich für ihn? Ihr euch gegenseitig befruchtet. Oh ja, ja das davon weiß ich nicht. Was macht eigentlich Ingo Appel? Was macht eigentlich Ingo Appel? Was macht Ingo Appel? Ich glaube, der tritt immer bei Dieter nur in der Schuhe auf. Macht er noch Comedy? Der war doch früher einer der Leuchttürme der deutschen Comedy. Ja. Saß du denn schon mal im genialen Nebenpanel? Nee. Hast du doch gesagt, wirst du nie machen. Mach ich nicht. Müssen wir uns schlecht fühlen, weil ich würde das voll gern machen. Ich war bei Kai Pflaume in der... Wie heißt es? Wer weiß denn sowas? Oh, das ist geil. Wer weiß denn sowas? XXL. Das ist doch geil, oder? Ja, das hat Spaß gemacht. Ich kann gut Kai Flaume parodieren. Mann. Wieso habe ich nichts zu trinken? Einmal zu erwähnen. Leute, ich bin seit einer Sekunde leer. Einmal bitte hier, Wasser ans Set. Mann! Das gibt's hier nicht. Benni, wir haben drüber geredet vorher. Es ist so eine Scheiße hier, echt, Dennis. Ist aber schnell. Kamera aus in der Zeit gerade, ne? Klar. Jürgen, Kamera aus. Vielen Dank übrigens für das Wasser. Sauber. Mann des Tages jetzt schon. Das mach ich nach, danach kannst du mir Fragen stellen. Kai Pflaume parodieren. Mach mal Augen zu, stell dir vor, du wärst bei Wer weiß denn sowas. XXL. Okay. XXL. Hä? Hier jetzt, ne? Elton?
Ich bin der Kai. Ja, heute fällt es Lobrecht. Hast du einen Schlaganfall oder so? Ja, du kannst reden, er kann Witze machen. So, sagen wir mal eine Note, so eine Schulnote. 6 war es nicht, weil Vier. Ja, vier minus aber. Echt? Ja, mit einer 4 bestehst du ja. Fuck you. Bei dir fliegen bei dir noch so, auch so komische Booking-Anfragen rein? Also kriegst du auch so Anfragen von so einem Schützenverein, die sagen, wir haben 300-Jähriges und du musst hier auftreten oder so? Oder wäre geil, du musst hier auftreten. Also ich glaube, also meine Agentin ist ja schon der Bullshit-Filter. Mhm. Also die ganz komischen Sachen kommen nicht bei mir an. Wieso sitzt du denn hier? Weil die mich direkt angeschrieben hat. Ihr Fickies, ey. Nee, ja, ich krieg auch immer wieder. Ich bin mal tatsächlich in einem. Also ich vor 8 oder 9 Jahren bin ich in Berlin-Weißensee in so einer Gartenkolonie auf so einem Laubenfest aufgetreten für 30 Euro. Und war gut? Nee, das war unangenehm. Was waren da für und danach, Leute? Dann wurde mein Auftritt irgendwie gecrashed von einem besoffenen Typen, der hieß Frankie. Der ist da einfach auch so durch die Gartenkolonie gelaufen und hat so angeguckt, was ich mache. Und er meinte so, kein Gehort lesen. Und dann hat er auf einmal so einen Stapel Papier so in der Arschtasche und hat dann so richtig besoffen so traurige Texte vorgelesen. So, lebe ich noch oder bin ich schon tot? Also dann so ist 40 Slam gefunden worden. Von Frankie, bester Mann. Du hast ja ein Programm, das kenne ich, heißt das ja. Wird mir auch immer bei YouTube angezeigt. Das alte, ja. Ich habe mir ein paar Ideen aufgeschrieben, wie deine nächsten Programme heißen könnten. Ja. Weil man kennt es ja, wenn du ein Comedian bist in Deutschland, zum Beispiel hier Schmitz komm raus. Ja, ja. Oder nur. Heute schon geschmitzt. Dieter Nur und so weiter. Und, also kenne ich immer noch. Ich habe ja schon danach ein Programm. Aber ja, aber wenn du auf dieser Serie nochmal aufbauen willst, ja. Kenne ich immer 3-mal mehr wie du. Frauen kenne ich. Ich hoffe, ich mal ganz entspannt auf den Tisch. Also die überlasse ich dir gerne, wie du willst. Ja, mega. Dein Buch Sonne und Beton war auch als Hörbuch mega erfolgreich. Wie sieht es mit der Verfilmung aus? Schön, dass wir darüber sprechen. Bist du selber Schauspieler? Spielst du mit? Bist du ein Hauptcharakter? Ich würde gerne mitspielen, aber mein Regisseur meint relativ trocken, ja, kannst gerne zum Casting kommen. Also ich krieg da jetzt nicht eine Rolle zugeschustert, wenn ich das nicht kann. So, ich habe noch nie geschauspielert, keine Ahnung, ob ich es kann. Ich werde es probieren. Tatsächlich casten wir diesen Sommer endlich und nächsten Sommer wollen wir drehen. Wie ist es so, mit Til Schweiger zu arbeiten? Unangenehm. Hat er eine Dauerfahne? So eine Rotweinfahne? Ja, nee, das fällt aus. Oder erzähl mal ein bisschen, bist du selber, hast ja das Buch geschrieben. Wir machen das immer, wenn jemand zu uns kommt, einen Film dreht, bieten wir uns immer an. Also, wenn du irgendwie so einen lustigen Kiosk hast und dann müssen zwei was einräumen. Der Film spielt in Neukölln. Könnt ihr euch einen Kiosk vorstellen, in dem ihr arbeitet? Der nicht abgefackelt wurde? Ich würde gerne im Hintergrund sitzen und Zigaretten stopfen. Kriegst du doch hin, oder? Ja. Das ist so die Shotgun des kleinen Mannes. Ja, gut. Und dann weiß man hat am Ende des Tages was getan. Eine Riesendose Jakordia-Tabak und dann. Aber das ist wie manche Arbeit, die sagen sich dann, die sind stolz darauf, wenn die so einen riesen XXL-Behälter haben. Ja, man sieht ja auch früher, es ändert sich ja. Ja, du hast erstmal auf den Tabak und dann irgendwann wird daraus aus Papier und Tabak etwas ganz Wertvolles. Ja. Und du hast diese riesen durchsichtigen IKEA-Dinger, Boxen, da werden die reingeschmissen. Am Ende des Tages hat Harry, was geleistet? Ja, und überall Hülsen. Ja, man kennt immer so Hülsen an den Schuhen. Am Ende geht man an den Tisch, macht immer so. Ja. Und sammelt alles. Macht daraus auch noch eine. Und wie läufst du die Arbeit als quasi, du bist auch Mitregisseur. Ich meine, du hast das Buch geschrieben. Ich habe das Drehbuch mitgeschrieben. Das Drehbuch. So, ja. Also mit der Regie an sich habe ich nichts zu tun, aber ich habe. Ich habe früher gedacht, Regie und Drehbuch wäre das Gleiche. Ist meistens auch so. Also David Venant heißt der Regisseur. Mhm. Mit dem zusammen habe ich das Drehbuch geschrieben. Und aber die Regie vor Ort, der dann da sitzt und alles inszeniert und so, das macht halt er. Was war die Frage? Wie die Arbeit so ist als Drehbuchautor und wenn du siehst, dass dein Buch quasi auf die Leinwand gepfeffert wird. Ja, das glaube ich erst, wenn es dann wirklich soweit ist. Das übersteigt gerade noch so ein bisschen meine Vorstellungskraft. Das ist genauso wie damals bei den Arenenshows, die jetzt nicht stattgefunden haben. Das hat auch so meine Vorstellungskraft überschritten, einfach wie das ist, da so aufzutreten. Das ist schon irgendwie geil. Also ich habe viel gelernt auf jeden Fall. Wir haben in 4 Etappen irgendwie das Drehbuch geschrieben. Wir sind quasi 4-mal in Schreibklausur gegangen, jeweils für 1 Woche, 1,5 Wochen oder so. Und ich habe viel gelernt, so wie Dramaturgie funktioniert. Und das ist einfach so in der Art und Weise, ich meine, wir kennen das alle irgendwie, wenn man sich einen Film anguckt, von dem man das Buch vorher gelesen hat, dass man sich so wundert, okay, das haben die anders gemacht, warum? Das Buch war doch geil. Aber manche Sachen funktionieren im Film einfach ganz anders als in einem Buch.
Und das habe ich gelernt und deshalb war es auch noch relativ viel. Ich dachte eigentlich, wir müssen nur den Roman in Drehbuchsprache übersetzen, aber es war auch noch sehr viel kreative Arbeit, so, die da noch mit sehr viel Arbeit, die man sich nicht, wo man nicht gedacht hätte, dass sie auf einen zukommt. Ja, ja, ja. Und halt wirklich viel über Dramaturgie gelernt, weil ich habe das Buch damals, wann habe ich das geschrieben, Alter, 2016, 2017, so, keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt, einfach so intuitiv mäßig. Und habe viel so, das geile Story ist oft so laufen, so wenn A passiert, passiert B und dadurch passiert dann das und das und das. Also es ist einfach so, dass du dir so Kausalketten irgendwie zusammenbaust. Im Buch war das halt einfach so, ja, ich glaube, das ist cool, wenn ich das so mache. Aber wie ist denn das für dich? Ich meine, alles, was es kommt einem so vor, als alles das, was du anfasst, wird zu Gold. Also du machst eine Tour, ausverkauft, du machst einen Podcast, mega erfolgreich, du machst einen Film, der wird auch gut ankommen. Wie siehst du das denn selber? Ich meine, du bist ja der Typ, der das quasi alles macht. Ja, Corona wäre theoretisch das erste Mal die Möglichkeit gewesen, irgendwie so ein bisschen durchzuatmen, mal so einen Schritt zurückzutreten und das mal alles irgendwie so zu beobachten, weil ich komme mir halt voll oft, in den letzten zwei Jahren kam ich mir oft so vor, als wenn ich so auf der linken Spur irgendwie mit Lichthupe so durchpeitsche und gar nicht sehe, was so rechts und links eigentlich von mir passiert. Also ich habe die ganzen geilen Sachen, so, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, so, die ich erreicht habe, überhaupt nicht realisiert. So, für mich waren das dann irgendwann, war das irgendwann nur noch Stress. Wir haben mein neues Programm Hype, oder mein aktuelles Programm Hype, irgendwie im Februar in Hamburg aufgezeichnet, in so einem mega geilen Theater, irgendwie Leishalle zwei Tage hintereinander als Netflix-Special. Und es ist so ein krasses Karriere-Highlight, aber ich konnte mich darüber in dem Moment gar nicht freuen. Für mich war das einfach nur ein weiterer stressiger Termin. Und also so viele so eine Sachen, habe dann die Arenen ausverkauft, konnte mich nicht drüber freuen, weil ich da schon wieder irgendwo anders auf Tour war und so. Also ich habe das alles noch gar nicht verarbeitet. Jetzt in der Corona-Zeit wäre quasi Zeit dafür, das mal zu verarbeiten, aber jetzt muss man sich um so viel andere Scheiße kümmern, irgendwie so, wie wir vorhin besprochen haben, dass mein Team irgendwie über die Runden kommt, dass man selber sich irgendwas überlegt, wie man entertainen kann, weil das ist ja auch unser Job. Mhm. Also unser Job ist es ja, Leute zu unterhalten, und ich glaube, in keiner anderen Zeit haben die Menschen mehr Entertainment gebraucht als jetzt mit Corona und Black Lives Matter. Bist du denn so ein Workaholic? Ja, ist so ein Mix irgendwie so. Also, meine operative Arbeit, also wenn ich jetzt hier mit euch sitze und quatsche, so, dann fühlt sich das nicht wie Arbeit an, aber einfach gestern... Kann man machen, oder? Ja, super. Hey, ihr habt das richtig gut gelöst gerade. Ja, haben sie cool gemacht. Also es fühlt sich jetzt gerade nicht wie Arbeit an, aber gestern Abend dachte ich mir, okay, morgen früh habe ich auch wieder einen Termin. Also versteht ihr, ich meine, es ist so beides. Aber kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann mal sagst, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause und mache gar nichts? Das war eigentlich der Plan. Ich wollte eigentlich Hype fertig spielen. Das wäre dann am 16. Mai Tourabschluss in Berlin in der Benz World gewesen. Und dann wollte ich eigentlich bis März 21 komplett nur neues Programm schreiben, halt das Netflix-Special dann irgendwann im Herbst raushauen, aber ansonsten so ein bisschen mal von der Bildfläche verschwinden, aber halt so by choice. Mhm. Also ich nicht, weil ich muss, sondern weil ich mir diese Auszeit nehmen wollte und die Auszeit dann auch so gestalten kann, wie ich da Bock drauf habe, dass ich reisen kann, neues Zeug schreiben kann, Material testen kann und nicht einfach dabei bin, irgendwie die ganze Zeit so eine Krise zu verwalten irgendwie so. Aber wir müssen natürlich auch, wenn du hier bist, über gemischtes Hack reden, weil das ist ja der Podcast, der wirklich durch die Decke geht, wo jeder von sprechen tut. Und wir sind ein bisschen enttäuscht. Es gibt so eine Steelbox oder sowas, gibt es von euch, so eine Box, gemischte Hackbox. Dass du sowas nicht in der Arschtasche mitgebracht hast für uns. Nur so herbe ein Enttäuschung. Ding hier. Ey, die quietscht ja nicht mal richtig, wa? Das ist eine richtige Scheißente. Zeig mal kurz her. Was möchten Sie wissen? Also. Ihr kriegt eine Box vom gemischtes Hack zugeschickt. Nee, will ich jetzt auch nicht mehr. Doch, Message received. Okay, will ich, so. Am Anfang habt ihr ja sicherlich den Podcast angefangen und es war ja quasi... Das haben natürlich nicht so viele gehört, wie ihn jetzt hören. Hat man irgendwann Druck, weil man weiß, das hören jetzt so und so viele Leute und das muss jetzt auch weiterhin witzig sein? Oder denkt ihr euch einfach, redet ihr wirklich immer noch so wie am Anfang oder macht euch irgendeinen Druck? Nee, wir probieren schon wirklich, das so beizubehalten, weil deshalb hören es ja so viele Leute. Also es scheint denen ja genau das zu gefallen. Und das ist glücklicherweise auch die Art und Weise, wie es für uns am wenigsten Arbeit ist, weil wir dann halt nichts vorbereiten müssen. Also einer von uns beiden überlegt sich immer 5 Fragen pro Woche, das ist die einzige Vorbereitung und sonst quatschen wir meistens 5 Minuten vorher, hast du irgendwas zu erzählen? Nee, all klar, dann quatschen wir einfach drauf los und dann läuft es. Natürlich, wenn man sich das vergegenwärtigt, so okay, das was wir jetzt hier irgendwie so eklig um 1:30 nachts aufnehmen, hören dann irgendwie 1 Million Leute in der nächsten Woche. Aber ich probiere mich da mal wieder von frei zu machen. Du hast hier eben auf das Bild gelugt, das ist schon richtig, das ist Thomas Gottschalk.
Kannst du ruhig mal hingucken. Viel öfter das Ding hier angeguckt als das. Wie würdest du denn den typischen Hacki, den typischen Fan beschreiben? Weil ich sehe immer so auf Twitter, was du so retweetest und sowas. Die sind auch eigentlich immer junge Mädchen, die quasi mitten im Leben stehen und sehr, sehr gut aussehen und die dann quasi euch geil finden. Ja. Oder wie würdest du den typischen Hacki beschreiben? Ich glaube, also gemischtes Hack hat nochmal eine andere Fandemografie als ich. Solo. Podcast-Hörer sind tendenziell generell eher männlich. Also ich glaube, also bei mir selber, man kann sich ja bei Instagram die Statistiken angucken, bei mir selber ist es so 60-40 Frauen und beim Podcast ist es... weil die mit dir schlafen wollen, deswegen. Weil die Sex mit mir machen wollen. Die wollen Doggy genommen werden. Die wollen es richtig mal gezeigt bekommen. Die wollen mal wieder richtig einen Orgasmus kriegen. So, Demografie ist anders. Ich möchte den Kitzler stimuliert wissen, ey. Die möchten nicht alles rausgrölen, was sie die letzten Jahre angesammelt haben. Jedenfalls, richtiger Pipi-Kaka-Humor hier gerade. Ja, perfekt. Also und bei gemischtes Hack ist es 60-40 Männer. Also ich glaube, der durchschnittliche gemischtes Hack-Hörer ist männlich, 26 und völlig in Ordnung. Gebildet? Ich denke mal, der hat mindestens Abitur, ja. Was hat er für eine Kleidung so an? Ja, funktionell oder auch mal einen Hut? Es gibt bestimmt auch hier und da mal so jemanden, der so einen Hut rockt. Mhm. Aber ich glaube so das Outfit von einem durchschnittlichen Hacki ist... Patagonia-T-Shirt. Ist von Kopf bis Fuß Latex. So 230 Euro wert. Du hast auch einen YouTube-Kanal. Stand Up 44. Ich habe zwei, ja. Und Shutdown Fitness. Da seid ihr die Kings. Ich brauche Abonnenten. Wir können jetzt mal. Wie geht Abonnenten? Jetzt abonnieren, in Infobox verlinkt natürlich. Worum geht's bei Stand Up 44? Stand Up 44 ist quasi war ursprünglich mal einfach eine Tour, die ich mit meinen Newcomern, Kavus, Kinan und Daniel, gemacht habe, so damit die mal ein bisschen rumkommen und so, weil ich finde die mega witzig. Kavus ist ja auch mein Tour-Opener und Kinan und Daniel, die sind auch super und mit denen wollte ich halt mal eine Tour machen, die haben wir letzten Sommer gemacht. Dann habe ich daraus jetzt quasi sowas wie so ein Label gemacht, also Stand Up 44 sollte eigentlich jetzt schon ein Label sein, hat sich jetzt wegen Corona auch ein bisschen verschoben, also Kinan und Daniel sind dann da auch gesigned im Optimalfall und der YouTube-Kanal ist quasi einfach Bits, also Material von uns. Und bei deinem Fitnesskanal zeigst du, wie man in der Lockdown-Zeit sich fit halten konnte wahrscheinlich. Ja, das war so eine der Ideen, wo ich mir halt dachte, okay, jetzt irgendwas muss man ja gerade machen, Sport mache ich eh und damit die Leute nicht alle so aus der Krise gehen. Ja. Vorher, nachher. Training mit Eigengewicht. Ja. Genau, du musst dein Eigengewicht erstmal erhöhen, damit du damit... Ja, natürlich, damit ich auch... Ich bin meine eigene Hantel. Ja, du bist deine eigene Gewichtsmesse. Ich bin meine eigene Bankdrückmaschine. So. Ich bekomme immer noch Spam-Mails von poppen.de, weil ich mich mit 13 oder 14... da an... Und ich bin ja wie bekannt jetzt im Philipp Poisel Fanforum, immer noch, auch seit jetzt 11 Jahren. Also Freunde. War der schon mal hier, Philipp Poisel? Nee, noch nicht. Warum nicht? Nicht gefragt. Wer sollte an dem Tag... Aber dafür waren Erkan und Stefan hier. Es gibt ja auch eine Doku über dich. Jetzt, wenn das hier rauskommt, ist sie schon draußen. Ja, schon dreimal. 48 Stunden Backstage mit Felix Lobrecht auf dem Stand Up 44 YouTube-Kanal. Ich habe vorhin von der, Dingsbums hier, von der Hype-Aufzeichnung in Hamburg erzählt, 2 Tage. Und wir haben um diese Aufzeichnung des Specials herum eine Doku produziert. Guten Morgen. Logisch, du Flaue. Guten Morgen. Wir drehen heute Netflix. Ach nee, das darf ich gar nicht sagen. Und die ist jetzt online abrufbar und ist gut. Und? Wie ist das so gewesen? Ja, das war insofern irgendwie nervig, weil tatsächlich diese beiden Shows von allen 1000 Shows, die ich in meinem Leben gespielt habe, ausgerechnet die nervigsten waren. Da ist so viel schiefgelaufen und das war halt in dem Moment unglaublich anstrengend, aber rückblickend war es halt geil, weil dadurch der Film halt irgendwie cool geworden ist. Wir hatten ja auch schon mit Ruby Koch gedreht und ein toller Ruhrpott-Kult-Moderator-Journalist. Mhm. Kannst du dir vorstellen, mit Ruby Koch einen Dreier zu haben? Also er und ein Mädel. Ich überlege mir die ganze Zeit, mit dem Kumpel einen Dreier zu haben, würde ich persönlich, wenn ich überlege, ich habe mit Dennis einen Dreier. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du, was ich nicht sehen will? Ich will nicht dein lustvolles Gesicht sehen. Ich sehe deinen nackten Körper, ich weiß, wie du aussiehst, Bruder. Ich weiß, wie du aussiehst, ich kenne dich.
Bloß das Gesicht will ich nicht sehen. Ah. Das ist so dein Orgasmusgesicht, das, die Töne, das wird mich immer verfolgen. Ich bin sehr gehabt, du schweigst gebadet vor mir stehen. Ja. Das will ich nicht hören. Ich will nicht hören, wie du stöhnst und Spaß hast. Ich will mich ja zurückhalten. Jedenfalls. Nee, ich finde, für mich ist ein Dreier mit zwei Männern auch pointless, weil ich kann das auch jetzt nicht sagen, ohne dass es eklig klingt, aber man macht ja ein Dreier, damit man mehr Löcher zur Verfügung hat und nicht weniger, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich gesagt. Stimmt, ja. So habe ich das noch nie gesehen. Ein ganz neuer Ansatz. Ja, auf Netflix bist du auch zu finden, habe ich jetzt gesehen. Ja, ich bin jetzt gerade mit dem alten Programm, genau, Kennig, unter anderem auch auf Netflix zu finden und dann irgendwann Ende des Jahres mit dem neuen. Ist voll eine gute Flex, wenn man ein Date hat und dann guckt man im Fernsehen und sagt mal, komm, wir machen Netflix und chill und dann hat man so ein Date und dann scrollt man und dann wird das so gezeigt, dass man da selber ist. Oh, da bin ja ich. Dann machen wir mal an. Mal gucken. Dann pennt die ein und guckst weiter. Es gibt auch Amazon Prime. Ja, ja. Es gibt auch Freunde. Seven Load. Join. Maxdome. Maxdome? Gibt es Maxdome noch? Whatever. Apple TV. Hast du noch irgendwas zu sagen in diesem Talk? Oder sollen wir das Video zumachen? Hast du mal eine politische Message an die Leute draußen? Eine politische Message? Ja, hätte ich wahrscheinlich wirklich. Oh, ich weiß, es klingt doch immer so. Mach, hau raus. Wir können doch mal ernst sein. Es klingt auch immer so cheesy. Scheiß Nazis. Nee, ich fasse es mal zusammen mit Seid lieb zueinander. So, liebe Freunde, hier seht ihr die Endcard. Oben, Einigkeit, Rap und Freiheit. Das Video, wo der Felix auch mitspielt. Anklicken, aber davor klickt auf das untere Video. Unser Erkennt den Song Runde 1 mit Felix Lobrecht. Einfach mal auch anklicken. Glaubst du, ich schaffe den Kopf aufzureißen? Nee, das bleibt jetzt hier so. Aber nein, glaube ich nicht. Wir machen schon mal aus hier. Es wird sicherlich funktionieren, aber ja. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell. Ah, yeah.